Wir haben jetzt aber einen Zündfunken, aber das startet immer noch nicht. Es feuert überhaupt nicht. Jetzt schauen wir mal, was daran liegen kann. Erstmal die Zündkerze rausnehmen, anschauen, Zündkerze putzen, wieder reinstecken. Dann ein paar Mal ziehen. Natürlich müsst ihr schauen, dass der Benzinhahn offen ist und sonst auch alles stimmt. Zündschlüssel, Not aus, wie immer. Dann ein paar Mal durchziehen und wenn dann die Zündkerze wieder rausnehmen und schauen, ob sie nass ist, ob sie ölig ist oder ob sie einfach trocken bleibt. Wenn sie trocken bleibt, dann kriegt ihr keinen Sprit. Wenn sie nass und ölig ist, dann nehmen wir einfach mal ein Benzin und schütten den direkt in die Brennkammer vorne rein. Ein bisschen was reinschütten, Starthilfespray geht auch. Zündkerze drauf und dann nochmal starten, nachdem ihr die Zündkerze sauber gemacht habt. Wenn er dann anfängt zu feuern, dann liegt unser Problem in der Spritzufuhr. Das heißt, hier überprüfen, ob Benzin durchläuft, ob vielleicht im Tank was verstopft ist, einfach hier unten abziehen und dann mal schauen, okay, da kommt Benzin raus, dann kann es am Vergaser liegen. Jetzt müssen wir natürlich den nächsten Schritt den Vergaser reinigen. Entweder können Sie den einfach austauschen oder wir reinigen den Vergaser. Dafür gibt es nochmal ein extra Video.